Promi-Geflüster wieder mit einer neuen Ausgabe. Heute habe ich mal wieder einen lieben, guten Bekannten eingeladen. Und wie ihr ja wisst, ich hatte ja vor kurzem Geburtstag. Und da kommen von ihm, von meinem heutigen Gast, immer jedes Jahr so schöne, nette Geburtstagsüberraschungen als Nachricht eingeflogen. Mal mit einem Titel hinterlegt, mal einfach aber auch nur eine schöne, liebe Textnachricht. Und wenn ich so zurückrechne, ich glaube, sind doch schon 25 bis 30 Jahre, wie lange wir uns auch schon kennen. Und ich sage mal ganz herzlich willkommen, Peter Sebastian in der Leitung. Grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag, alle, die dann uns zuschauen. Und das ist doch dann normal, dass man zum Geburtstag gratuliert, wenn man schon bei Facebook befreundet ist. Natürlich, genau. Nee, und das ist jedes Jahr wirklich eine tolle Überraschung, da freue ich mich jedes Jahr drüber. Ganz genau. Machen wir auch immer wieder Mühe, aber für mich hat es ja auch eine ganz andere Bedeutung zum Teil. Mhm. Erstmal gratuliere ich gerne, weil man sich ja darüber freut. Das ist der wichtigste Tag, der Geburtstag, weil die Leute immer noch mitbekommen, man lebt noch. Und zweitens ist es für meine kleine Buchführung. Man hat ja, das wirst du auch kennen, sehr viele Karteileichen drin und die überhaupt reagieren. Und wenn ich merke, dass ich dann im nächsten Jahr kein Zeichen bekommen habe, weiß ich, dieser Mensch ist nicht mehr aktiv bei Facebook und nimmt anderen, die eigentlich in meine Liste rein möchten, Plätze weg. Dann nehme ich den raus und nehme dafür einen neuen dazu. Das ist so meine kleine Facebook-Buchhaltung. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das hat auch was. Da hast du recht, ganz genau. Und man merkt ja von Jahr zu Jahr, es wird irgendwo auch immer ein bisschen dünner, weil die ganzen Freunde, die man auch hatte, die natürlich auch schon etwas älter sind, teilweise schon gar nicht mehr, teilweise auch wieder nicht mehr unter uns weilen. Auch sowas kommt vor, ne? Das kann natürlich vorkommen und deswegen ist es für mich dann auch, mal auf die Seite zu gehen, fragen, was los ist. Und wenn ich dann merke, da ist jemand verstorben und die Tochter hat da irgendwie sich gemeldet oder sonst irgendwas, dann tut es mir mal leid. Aber dennoch, so ist das Leben. Wir haben einen Beginn, wir haben ein Ende und dazwischen ist Leben. Und dieses Leben müssen wir sinnvoll nutzen. Richtig. Und deswegen unterhalten wir uns heute über schöne Zeiten, über neue Zeiten, was so noch kommt. Und ja, wir müssen das Beste draus machen. Wir nehmen mal die aktuelle Zeit. Und ich merke, du warst schon beim Friseur, ich auch. Wenn wir wieder so weiter dürfen, die zum Friseur gehen. Ne? Beim Friseur selbst war ich gar nicht. Ich habe selber Hand angelegt. Und du hast ja eh pflegeleicht. Ne? Ja, genau, richtig. Ne? Ich habe da einfach mal ein Kompliment gegeben. Ne? Also, Dankeschön. Weil die Friseure ja auch machen dürfen, dass man eben noch gestylt zum Amt gehen kann und dann kann man das Solo-Selbstständiger Konkurs anmelden, dass man immer hübsch ausschaut. Genau, richtig, so ist es. Ja, ist es, genau. Ja, mein Lieber, ich habe gerade gesagt, so 25 gefühlt, 30 Jahre so plus minus sind wir auch schon in Kontakt und sind uns immer wieder begegnet. Genau. Wie ging es denn bei dir eigentlich los? Erzähl mal. Also ich erinnere, bloß ein Beispiel, so ein Duett, wo ich mich noch erinnern kann mit Chino Doro. Der Goldige. Genau, oder Du schwarzer Zigeuner, die Titel, sowas sind mir noch so ganz grob noch in Erinnerung. Ja, man hat ja so mal früher gesungen, dann kam der Stimmbruch, dann hat man seinen Beruf erlernt und das war der Beruf des Restaurantfachmannes in Nürnberg, im Grand Hotel. Dann bewirbt man sich woanders und dann kommt man dahin und dann hat es eben geschnackelt, da habe ich Glück gehabt und die Chance bekommen, dass ich dann einfach ins Studio gehen darf, um neu zu singen. Und dann habe ich natürlich diesen fränkischen Dialekt, weil ich ja Franke bin, erstmal so erduldet natürlich im Studio und die anderen haben dann natürlich gesagt, da müssen wir noch ein bisschen was tun, habe ich Gesangsunterricht, Phonetikunterricht, weil ich auch dann Rundfunk gemacht habe beim NDR, Alsterradio und so weiter und deswegen ist es alles wunderbar, dass man eine Basis hat, wo man aufbauen kann und das hält schon mittlerweile jetzt an die 40 Jahre an, freue ich mich darüber. Ja, nee, da gab es auch so Sendungen, ich weiß nur, beim Radio Bremen, glaube ich, warst du auch zugange, Bremer Container und so. Ja, Container, ja, das wird auch eine schöne Zeit. Also man hat vieles durchgemacht, aber das Wichtigste ist, dass man eben kontinuierlich dabei bleibt, dass es kein Zuckerschlecken ist. Die Unterhaltungsbranche ist gewaltig, aber es ist eigentlich sehr, sehr klein. Mhm. Und da ein Bestandteil zu sein, das zeichnet dann aus und man gibt das auch weiter,
was man so erlernt hat und die Chancen, die man so bekommen hat, die habe ich dann auch versucht weiterzugeben und habe dann auch meine Plattenfirma gegründet, Toll Records, um anderen Künstlern die Chancen zu geben. Und da waren viele, viele dabei, die ich entdeckt habe und aufgebaut habe. Genau, nee, also da, wie gesagt, da erinnere ich mich noch gerne auch zurück. Da sind einige rausgekommen. Wer ist denn da von diesen damaligen so noch im Geschäft? Hast du da noch Kontakte zu den Einzelnen? Ja, oder? Ja natürlich. Ja. Also du hast vorhin gerade genannt Gino Doro, Fabrizio Barrile, da habe ich nach wie vor Kontakt. Dann gab es auch noch Bella Vista, die ich aufgebaut habe. Er hat ja alleine erstmal gesungen. Und dann war aber so, als Thomas, wie hieß er da? Michael Marin, so haben wir ihn getauft als Künstlername. Und dann haben die Redakteure aber die Stimme nicht so hundertprozentig gut empfunden. Aber ich mochte sein Wesen und sein Engagement. Und dann hab ich ihn gefragt, du, deine Freundin, die singt doch auch. Und es gibt momentan keine Duette. Es gibt zwar einige Duette oder Duos, aber fang doch mal an aufzuzählen. Wer gehört denn zu den Duetten oder zu den Duos? Dann, ja, Cindy und Bert, Adam und Eve und dann, ja, hat er schon überlegen müssen, siehst du, es wird Zeit, dass wir Neues machen. Wir sind in die Stunde gegangen, die Stunde der Wahrheit hieß die erste Aufnahme und das ist das Duo Bella Vista. Und Thomas, und das hat mir dann auch gefallen, dass wir nach wie vor im Kontakt stehen. Er hatte eine Firma aufgemacht, eine Videofirma und sich dann so weiterentwickelt. Das ist so sein Steckenpferd gewesen. Und der ist jetzt sehr, sehr professionell. Es gibt viele Künstler, die bei ihm Videos machen lassen. Unter anderem ich. Ja, ich habe auch schon etliche machen lassen. Aber wie Jürgen Drews und ich weiß gar nicht, wer dabei ist, den er alles vor der Linse gehabt hat. Und die Videos sind sehr erfolgreich gelaufen. Ja, wunderbar. Das klingt auch gut. Genau. Richtig. Und dann will ich noch sagen, eine Künstlerin, die habe ich ja bei meiner Fernsehsendung Stimme 2000 beim MDR entdeckt. Da gab es einen großen Wettbewerb. Das hieß dann Stimme 2000. Stimme 1999 gab es auch. Aber bei der Stimme 2000 durfte ich 5 Leute aus den ganzen Einsendungen produzieren und dann starten lassen mit einem Riesenprogramm im Hintergrund, wie es eben bei einer 90-Minuten-Live-Sendung sich gehört. Und diese Dame, die trat als Viviane auf, ist aber die jetzige Yvonne Katterfeld. Und ich war der Erste. Und danach kam erst Dieter Bohlen. Okay, das ist auch schön, ne? Wenn man dann so verfolgt, wie der Weg so vorangeht, ne? Genau. Aber eigentlich ist es schade, dass man in der Biografie von ihr gar nicht auftaucht. Aber ich bin ja in der Schlagerriege zu Hause und sie hat es eben gerne um sich geschart, dass man da eben Pop-Namen zeigt und das wird dann nur erwähnt, Stimme 2000. Aber der Name, der sie zum ersten Mal produziert hat, der taucht nicht auf. Und ich habe auch einen Titel geschrieben für sie, du bleibst immer noch du. Haben wir auch eine goldene Schallplatte bekommen. Und das ärgert mich eigentlich bei vielen Künstlern, denen man viel geholfen hat und dass sie dann irgendwie, wenn es nicht mehr weitergeht, ich bin ja immer ruhig und sage, du, der Vertrag ist ausgelaufen, aber bitte haltet dich an die Absprachen, dass man, wenn du dann dreckige Wäsche draußen wäschst, dann mache ich auch mein Maul auf, ne? Und das ist Gott sei Dank nie eingetreten. Also jeder soll, wenn er das Gefühl hat, der wird abgeworben oder sonst irgendwas, seinen Weg gehen, aber er sollte nie vergessen, wo der Beginn war. Ganz genau. Also darf nie vergessen, wo die Wurzeln sind. So ist es, ganz genau. Ja, was tut sich denn bei dir aktuell? Du produzierst für dich weiterhin auch noch? Bist du noch aktiv? Ja, natürlich. Guck mal, ich darf es mal unsere Zuschauer mal präsentieren. Das ist meine neue CD, Carpe Diem, Nutze den Tag. Im Lockdown habe ich rein gehabt. Und dank eines lieben, guten Freundes, Hans Eibel, der hat mir dabei geholfen, weil als Solo-Selbstständiger 12 Monate keinen Auftritt zu haben. Irgendwann sind die Reserven leer. Also keine Angst, es geht gut. Aber irgendwann muss es weitergehen. Und der hat gesagt, eine Single könntest du machen, aber was hältst du von einer LP?
Und dann haben wir eben diese LP gemacht. Und jetzt kommt bald ein neues Video dazu, zu der aktuellen Single, Kleine Riesen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit den Resonanzen dieser CD und habe nur Lob bekommen. Unter anderem habe ich auch die Schwarzen Zigeuner, mein Markenzeichen, im Country Train Beat aufgenommen. Jaha, da ging die Post aber gewaltig ab. Da sind wir schon mal gespannt, was da alles so uns erwartet und die Zuhörer und Zuschauer vor allen Dingen erwartet dann im Laufe des Jahres. Ja, du sagst es schon, hier Corona, klar, wir müssen immer wieder drauf zurückkommen, wir haben es noch nach wie vor und es ist schlimm genug. Ja, es war ein ruhiges Jahr, denke ich mal, also für, was Auftritte angeht. Das stimmt, ja. Aber wie, blickst du jetzt da in die Zukunft? Siehst du es locker? Also, oder? Sagen, dass keiner mit so einem verdammten Virus gerechnet hat, und dass Millionen von Solo-Selbstständigen nicht wissen, wie es weitergeht. Viele müssen in Konkurs gehen, müssen Hartz IV aufnehmen oder beantragen. Und ich habe eben beständig vernünftig gelebt, habe mir auch ein bisschen was zur Seite genommen. Aber irgendwann, wie gesagt, ist das Säcklein leer und da muss man eben gucken, dass es jetzt weitergeht. Und ich hoffe, es geht weiter. Weil man kann eine Nation, beziehungsweise es ist ja nicht nur in Deutschland, sondern überall, eine Nation nicht brach liegen lassen. Und gerade Kultur ist das Wichtigste, die Seele streichelt. Das ist eine schöne Abwechslung, genau wie Fußball. Da lässt man Ventile, öffnet man Ventile und dann freut man sich wieder auf die Woche, die kommt. Aber es ist ja auch begrenzt nur machbar, dass man jetzt ein Spiel besuchen kann. Und ich glaube, dass die Leute das große Gefühl bekommen haben. Ich meine, das vibriert ja immer. Ich mache mal ganz kurz weg hier. Entschuldigung, ganz kurz so. Live. Dass, ja, genau, ist live. Und dass die Leute das Gefühl bekommen haben, dass man eigentlich von den Politikern und von manchen Wissenschaftlern, wenn man sich dann eben auf klugen Seiten auch, sich auffällt und informiert, sehr viel Angst machen. Und da habe ich was dagegen. Und das ist das Gefährliche, diese Angst. Und die Leute werden schüchtern und jetzt kommt auch noch die zweite Sache dazu. Wenn es wieder losgeht mit Veranstaltungen, sind die Leute gleich bereit, eine Veranstaltung zu besuchen oder ist die Angst noch sehr tief? Und es muss sehr viel gearbeitet werden, dass man eben da wieder eine gewisse Gänsefüßchen-Normalität reinbekommt, dass die Gesetze geändert werden und so weiter. Also ich sage immer, egal wo ich bin kein Querdenker, ich bin ein Geradeausdenker, aber Politiker, macht das Beste draus. Wir sind keine Sklaven, wir sind das Volk. Wir haben euch gewählt, also schaut auf uns. Richtig, ganz genau. Und klar, es darf auch keine Zweiklassengesellschaft geben, wenn man dann wieder sieht, es dürfen nur rein, die geimpft sind oder es dürfen nur hin, die einen Negativtest haben oder wie auch immer. Das sollte irgendwie auch vermieden werden, denke ich mal. Ne? Das kommt noch erschwerend dazu. Man hat ja gesagt, es gibt keine Zwangsimpfung. Aber ist das nicht schon ein Zwang, wenn man sagt, du darfst nur in Urlaub fliegen, wenn du diesen Impfpass hast? Ja. Du darfst dahin gehen. Also der bescheuerte Wendler, der hat ja gesagt, bei mir ins Konzert dürfen nur Leute kommen, die nicht geimpft sind. Also sowas Schwachsinniges habe ich schon lange nicht mehr gehört. Aber das ist eben der Wendler. Und da muss jeder selbst für sich Verantwortung zeigen, was er nach draußen gibt. Für mich ist es auch so ein bisschen jetzt von der Überlegung her so, die haben ja, wir sind Deutschland, wir sind Europa und dass da ein Impfengpass entstanden ist, dass man da Fehler gemacht hat und so weiter. Am Anfang, nein, wir haben keine Fehler gemacht. Und dann kommen die Fehler eben ans Tageslicht. Ja. Jetzt habe ich mich echt amüsiert, als es heißt, man muss einen Koordinator haben, der dann der Regierung untergeordnet ist, beziehungsweise im Auftrag der Regierung arbeitet. Da habe ich mir gedacht, das ist verdammt clever. Weil man hat ja immer, man sucht ja immer schnell Schuldige, wer ist schuld daran, an dem, warum ist es verhindert worden, dass wir Impfstoffe haben und so weiter, weil die Impfzentren sind ja da, aber keine Leute. Und wenn es schon, und das ist wieder die Angst, wenn man schon weiß, ein Impfstoff braucht 8 Jahre, 10 Jahre, bis man überhaupt sagen kann, Nebenwirkungen. Jetzt hat man natürlich jemanden gefunden, der dann da stellvertretend dann
koordiniert. Und wenn da was schief geht, sind die anderen alle befreit, den schmeißen wir raus, ja. Der hat das verursacht, das ist der Schuldige, man hat einen Sündenbock gefunden. Okay. Und ich weiß nicht, auf was der Herr sich dann einlässt. Es ist sowieso sehr kompliziert, das Ganze zu verstehen. Der eine ist akü, der andere hot. Plötzlich müssen wir FFP2-Masken tragen. Mhm. Und auch wieder, dass Frau Söder da irgendwie Herstellung mit der Herstellung ist und so weiter. Also ich lasse mich da gar nicht drauf ein. Bleibt im Kopf hängen bei den Leuten. Ja, und deswegen verstehen die das nicht mehr, dass man da eben geradlinig nach vorne geht. Es müsste eine Sache sein, die ganzen Virologen an einem Tisch. Ich möchte sehen, dass die untereinander köstlich streiten, aber es muss dann auch etwas geben, wo man dann zufrieden sein kann. Und das ist für mich das A und O. Ich bin gerne bereit, mich impfen zu lassen, kein Problem. Aber vielleicht geht mal irgendwie die ganze Politik, der ganze Bundestag mit guten Beispielen voran, die Sportler mit und so weiter, dass Lieschen Müller, aber auch ich, ein Zutrauen findet in diese Impfung. So ist es, ganz genau. Ja, jetzt haben wir uns natürlich wieder hier mit Corona verplaudert. Ich meine, da könnte man natürlich zurzeit stundenlang drüber reden und man kommt auf keine vernünftige Lösung. Also jetzt nochmal ganz kurz zu deinem aktuellen Album, was erscheinen wird. Wie viele Titel sind denn drauf? Was hast du für schöne Melodien? Ja, um das abzuschließen mit Corona, man muss darüber sprechen. Es ist ein Bestandteil des Lebens jetzt momentan. Und da ist man natürlich glücklich und froh, wenn man dann so ein bisschen eine Abwechslung findet. Also es sind 21 Titel drauf. Mhm. Viele Titel, die ich aufgenommen habe mit anderen Künstlern vor 12 Jahren, vor 15 Jahren. Und mit den Newcomern war es dann so, dass die Titel doch nicht so erfolgsversprechend waren. Weil A, die Titel einfach für mich auch geschrieben worden sind. Und ich habe die Texte dazu gemacht, die Komponisten haben mir ihren Teil dazu beigetragen und es war eine schöne Harmonie im Gesamtbild des Liedes, des Songs. Und dann hat man eben den Titel mit diesem Künstler aufgenommen und nach 12, 15 Jahren muss man dann sagen, warum soll dieser Titel, der so wertvoll ist, in der Schublade versenken? Und das war dann der Hintergedanke bei Carpe Diem, nutze den Tag, nutze deine Zeit, dass wir dann neues Arrangement machen, neue Produktion auflegen, um die Titel dann in meiner Art und Weise umzusetzen, die ja sowieso für mich mal geschrieben worden sind. Ja, sehr schön. Und klar, sind dann, wie gesagt, ein schönes Werk, aber wenn du sagst, so die aus der Vergangenheit, die du damit draufgenommen hast, ist es dann so eine Best-of dann, wie man so schön sagt, oder kann man das so umschreiben? Das kann man nicht sagen. Es sind zwar einige Titel dabei, die für mich eigentlich eine große Bedeutung haben, wie der Schwarze Zigeuner, den wir neu aufgelegt haben. Und da gibt es ja auch dann manchmal in einigen Kleinhirnen Widerspruch, weil sie sagen, das darf man nicht mehr, Zigeuner und so weiter, politische Correctness und so weiter. Ich meine aber, dass es ein Liedgut ist und es wird keiner beleidigt dadurch. Im Gegenteil, es kommt der Charme rüber. Was ich sagen will ist, wir müssen die Geschichte betrachten, wie dieser Titel entstanden ist. Ja, und da wird keiner verletzt. Im Gegenteil, ich war in Bukarest, weil ich da ein Video drehen wollte, Schwarzen Zigeuner. Und da habe ich mich dann auch intensiv mit Zigeunern unterhalten. Und die sagen, es ist alles normal. Es kommt immer darauf an, wie man diese Sache bezeichnet. Wenn ich sage, der Türke, der Scheißlu, was weiß ich, das ist dann wieder ein ganz anderer Kontext, ja? Es muss in der Geschichte bleiben und ich werde nach wie vor den Titel präsentieren. Und deswegen habe ich ihn jetzt mit Jörg Lamster zusammen und Absprache mit Hans Eibel haben wir ihn einfach mal im Country Train Beat gemacht. Dann kommt auch ein Titel dazu, den ich meiner Mama gewidmet habe. Mein Engel ist menschlich, der sehr erfolgreich lief und den habe ich auch im Country Train Beat aufgenommen. Und dann sind natürlich einige Titel dabei, ohne die komme ich gar nicht mehr klar auf der Bühne, die muss ich singen. Ich wollte leben ohne dich, doch ich schaffe es nicht und das habe ich dann auch neu orientiert und auf den Markt gebracht. Und dann sind aber ganz neue Titel dabei, wie zum Beispiel auch der kleine Riese oder kleine Riesen. Weil wir alle kleine Riesen sind. Du, die Zuschauer, wir können Berge versetzen, wenn wir es wollen. Ja. Und dann da einfach nur geradlinig vorangehen. Und das ist die aktuelle Single, die sehr gut anläuft.
es ist so ganz normal, auch mit einem kleinen Country-Touch drin und so weiter. Und dann habe ich natürlich auch Texte geschrieben, weil man ja, wenn man in einer Beziehung ist, ja, wann hat man das letzte Mal einen Blümchenstrauß mitgebracht oder mal jemanden glücklich gemacht? Und da gab es eine Zeile, ich habe vergessen, was dich glücklich macht. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder das auffrischt und mal eine Kleinigkeit, eine kleine Anerkennung mit nach Hause bringt und nicht nur alles so als selbstverständlich ansieht, was eine Beziehung beinhaltet. Mhm. Also da sind viele Sachen drauf. Hungrig nach Leben ist auch ein ganz neuer Titel. Es tut so weh, wenn ich jetzt gehe. Alles neu arrangierte Titel. Also kein Best-of im Grunde genommen, sondern ein Querschnitt von mir, von Titeln, die mir was bedeuten und die dann einfach den Leuten auch etwas mitzuteilen haben. Und da freue ich mich ganz besonders drüber. Und ein Titel, der ist auch für mich ganz, ganz wichtig, getrennte Wege gemeinsam gehen. Viele Kollegen haben ja im Lockdown immer so Wohnzimmerkonzerte gemacht. Ich habe das nicht gemacht, obwohl ich mal am Überlegen war, machst du das nicht? Mhm. Da habe ich dann einfach nur gesagt, nee, ich schreibe heute Morgen bei Facebook rein, ich habe 6 Stunden Zeit, Leute, tackert mir die Ohren voll, ruft mich an, wenn es brennt. Und das sind wunderbare Gespräche entstanden, aber auch Sachen, die mich nachdenklich gemacht haben, wo ich bei 2 Fällen sogar gedacht habe, ich müsste die Polizei informieren, weil es sehr gebrannt hat da. Mhm. Und da ist eine Geschichte dabei, wenn man zu Hause ist, man darf nicht raus und zum Einkaufen und dann wieder nach Hause und dann wohnen dann 2 Kinder mit den Elternteilen von 56 Quadratmeter Wohnung. Und da kann es schon sehr eng werden und da kommen Spannungen auf. Mhm. Dann der Partner auszieht, was passiert mit den Kindern? Und da ist die Geschichte mit entstanden, getrennte Wege gemeinsam gehen. Ja, ja, schön. Also sind doch immer ein paar wahre Begebenheiten im Hintergrund dabei, ne? In der Tat. Ja. Der Markt hat sich ja natürlich total verändert, wenn man so dran denkt, vor 20 Jahren noch, 30 Jahren, wo die CDs ja wirklich Einzug gehalten haben. Heutzutage ist ja das komplett alles ein bisschen auf digital umgeschwenkt. Wie siehst du es? Gibt es da noch die CD? Hat die noch Bestand? Also es ist natürlich im Wandel der Zeit. Also wir können den nicht aufhalten. Wir müssen einfach mit reagieren. Vinylplatte, ich kann mich noch gut daran erinnern, wo wir mit Schubkarren die ganzen Automatenhändler besucht haben. Dann kam MP3 und vieles mehr, was auch immer noch beibehalten ist. Und das war natürlich schon eine Revolution, aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass die Musik bei vielen Leuten nicht mehr den Wert bekommt. Die klauen alle aus dem Internet auf diesen illegalen Download-Portalen. Ich begrüße es, wenn man den Stellenwert her zeigt, dass man eine Sache downloadet, bei offiziellen Downloads. Aber wir leben ja alle nostalgisch, also wir können uns daran erinnern, was eine Kassette war. Und auch die CD, die dann gekommen ist, hat man auch gedacht, mein Gott, was kommt denn da? Aber es gibt immer noch Leute, die gerne einen physischen Tonträger in den Händen halten, um zu blättern, was steht da drin und so weiter. Ich habe ein ganzes Regal noch voll und das kommt dazu. Man muss mit dem Wandel mitgehen. Ich hatte auch überlegt, Frank, ob ich vielleicht einen Stick nur auf den Markt bringe, weil wenn du jetzt ein Auto kaufst oder ein Gerät kaufst, hast du ja keinen Player mehr drin, sondern du hast, wo du einen Stick einschieben kannst. Ne? Aber das ist so ein kleines Teilchen und gibt mir nicht viel, tut mir leid. Man kann eine CD als physischen Tonträger haben, man kann es dann rippen und dann kann man dann sich selbst seine Playlist zurechtstellen, weil der eine mag den Titel nicht, aber ich mag diesen Titel ganz besonders und zwischendurch noch andere Titel untermengen, dann habe ich eine schöne Unterhaltung, wenn ich von A nach B fahre. Genau, richtig. Und das andere ist dann Bluetooth, man hat es auf dem Handy drauf, sowas geht dann auch wiederum. Also wie gesagt, es ist schon enorm. Was würdest du einem heutigen neuen Künstler mit auf den Weg geben? Was muss er mitbringen? Was sollte er unbedingt können? Also sollte jeder Künstler
der irgendwie den Weg beschreiben oder begehen möchte, beschreiten möchte, der muss sich eins im Klaren sein. Man muss ein Konzept haben, man muss auch so den Beruf, den man später dann als Beruf bezeichnet, voll mit Berufung leben. Also der Sänger oder unser Beruf ist Berufung, weil wir den Leuten etwas mitzuteilen haben. Und wenn jemand durch einen Text dann anschließend sagt, wow, da habe ich Gänsehaut bekommen, der hat mich mitgenommen oder der erzählt meine Geschichte, ist ja unglaublich. Und dann hat man die Leute mitgenommen. Vielen Künstlern, die bei mir hier waren im Büro, um eine Vorbesprechung zu haben, denen habe ich immer gesagt, erstmal die ganzen, was eine GEMA ist, was eine GVL ist und wie man dann eben korrekt miteinander umgeht, dass man für seine Fans auch da ist und nicht nur, wenn der Tonträger da ist, haha, jetzt ruft das Fernsehen an, jetzt bin ich morgen in der Sendung, in der Sendung. Das sage ich immer, nein, es ist falsch. Ob du eine Vinylplatte oder eine Kassette oder jetzt eine CD oder irgendwie eine MP3 nur hast, da beginnt die Arbeit im Ganzen. Und dann sage ich immer als Beispiel, stell dir vor, du arbeitest von morgens bis abends, du hast 1600 Euro, die du dann, oder Mark damals, die du dann zur Verfügung hast und du kaufst dir eine Eintrittskarte für irgendeinen Sänger. Kostet viel Geld. Von diesem Geld könntest du schon wieder zweimal deinen Kühlschrank füllen. Was erwartest du von den Künstlern auf der Bühne? Da musst du dir Gedanken machen. Und wenn du das kapiert hast, dann bist du auch richtig in der Branche. Das ist ein gutes Beispiel da, das stimmt, richtig. Und das, denke ich mal, verkennen einfach viele. Wie du gesagt hast, man macht mal schnell eine CD oder einen Titel und meint dann, jetzt fliegen einem sozusagen die Tauben zu. Ne? Genau. Genau. Also es gibt ja unterschiedliche Musikrichtungen. Wir haben ja auch, also ich bin im Segment Schlager groß geworden, ja. Freddie Quinn, Roy Black und was weiß ich alles. Also toll. Jetzt ist es so, dass wir ja im Grunde genommen, klage ich ja auch ein bisschen an, das habe ich auch öffentlich schon gesagt, kann ich auch mal gerne wiederholen, dass so die Redaktionen, die im Schlagersegment zu Hause waren, WDR4 und viele andere Sender, es gibt Gott sei Dank noch ein paar öffentlich-rechtliche Sender, die den Schlager noch spielen, zwar ein bisschen abgewandelt, dann kommt zwar der neue Sound dazu, dann nennt man dann Pop, was vorher, oder wenn wir jetzt Xavier Naidoo hören, also nur als Beispiel, das war Popmusik, nein, bloß nicht, das können wir nicht spielen. Und da habe ich den Redakteuren vorgeworfen, dass sie die Weiterentwicklung des Schlagers verhindert haben. Wir durften nicht, oder können ja auch viele Kollegen zustimmen, die Gitarre durfte nicht laut genug sein, der Bass, oh nee, das musste ein bisschen reduziert werden, die Stimme muss ganz laut sein und was weiß ich. Also uns wurde so quasi vorgeschrieben, was wir machen müssen, um überhaupt gespielt zu werden. Durch diese Umstrukturierung jetzt in den Rundfunkprogrammen, es gibt Gott sei Dank wunderbare Sender, die den Schlager frönen, aber da brauchst du DAB Plus, zum Beispiel der NDR hat eine Schiene, wo ich jetzt auch bald im Interview bin, NDR Plus, dann gab es Bayern Plus, der heißt dann B-Schlager, B2 Schlager oder sowas ähnliches Ja. heißt. Ja, und dann gibt es Paloma Radio oder als Vorreiter war auch dann Schlagerparadies da und so Leute. Also das finde ich gut. Ich bin ein Freund von Internetradios. Okay. Aber das Publikum, die gerne Schlager hören, die wurden eigentlich ja, angewiesen oder zurechtgewiesen, das hört man nicht mehr. Ihr müsst dann woanders hingehen. Wir haben so viel Platz. Um ein gut strukturiertes Programm zu hören, weil wenn ich Radio höre, ich möchte das in Hamburg hören, ich bin in Hamburg zu Hause, möchte ich auch die Aktualität mit einfließen lassen, was so auf der Straße passiert, was politisch passiert und so weiter. Und deswegen habe ich den Sender an. Aber wenn ich die ganze Zeit Oldies höre, nur Oldies, 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 dann sage ich mir doch, die wollen sich verjüngern vom Programm her, die Alten spielen gar keine Rolle mehr, die werden. Die Gebühr nehmen sie natürlich noch, um dann zu bestehen. Aber wenn ich da schon höre, wir wollen jünger werden vom Programm her, spielen aber Oldies. Wie willst du da die jungen Leute erreichen?
mit Oldies. Die kennen kein Elvis Presley mehr. So ist es, also, so ist es. Es fehlt mir so ein bisschen die Ehrlichkeit. Ja. Hier war ja ein ganz bekanntes Thema. Da sollen 500 Leute gesagt haben, wir wollen keinen Schlager mehr hören. Mhm. Auf Nachfrage wurde dann keine Statistik gezeigt, keine Ergebnisse und so weiter. Da kam irgendwie so ein junger Spund, der wurde dann Wellenleiter oder sonst irgendwas. Nee, kein Schlager, weg damit, wir machen was anderes, ja. Aber wenn es um Kultur geht, wenn es um Kultur, Klassikprogramm, das kostet A, Schweinegeld und wer hört das, ja, ist immer so eine Imagegeschichte. Ich bin bereit, mir alle möglichen Musiken anzuhören. Kein Problem, aber ich muss es nicht verbannen. Und da dazu noch der Öffentlich-Rechtliche einen Auftrag hat. Warum soll ich Millionen von Menschen, guckt doch die Fernsehsendungen an, Florian Silbereisen, der hat Millionen und ich bin froh, dass es solche Leute gibt, auch eine Fischer und so weiter, den Schlager immer noch hochhalten. Klar, hat sich ein bisschen verändert, aber wir durften ja nicht. Also hatten wir durch diese ganze Geschichte schon vorher die Komponisten, die Texte, einen Lockdown. Wenn unsere Lieder fairerweise in der schwierigen Zeit gespielt werden, hätten wir über die GEMA Einnahmen und wir müssten nicht irgendwelche Sonderhilfen beantragen, die dann viel später ausgezahlt werden. Das darf man alles mal, mal mit einfließen. Heißt ja auch Promi-Geflüster. Aber wir stellen uns jetzt zu, mal vom Status Promi abgesehen. Lassen wir mal weg. Aber es ist so, ich muss ums Überleben kämpfen. Und viele andere auch. Dass man dann da eben auch mal ehrlicherweise die Leute bittet, macht euch doch mal Gedanken drüber, bitte, ja. Mhm. Klar, es sterben Leute weg, das ist klar, aber die können auch mit 20 von uns gehen, weil sie einen Unfall gehabt haben oder sonst irgendwas oder Krebs oder irgendwas, ja, oder aktuell Corona. Aber man sollte nicht so, weil jemand kommt und jetzt müssen alle mitmachen. Mhm. Geht an, man sendet am Hörer vorbei, an den was der Hörer braucht, weißt du, und das ist eben die Seele streichen lassen mit solcher Musik, die dich wehtut, die gut ist. Wir sind keine Sänger, die mit Zeigefinger machen und jetzt kommt überall Rap, alle, die nicht singen können, die machen jetzt Rap, ja, und ziehen natürlich die jungen Leute und wenn du die Rap-Texte dir anhörst, die brutale Rap, die sogar aufrufen für Gewalt ohne Respekt, miteinander in der Gesellschaft umzugehen, das ist für mich nicht die Botschaft, die ich vermitteln möchte. Ja, da gibt es andere Medien, die das machen sollen. Also, so langsam, wie gesagt, kommen wir schon wieder langsam zum Ende unserer Talkrunde mit Peter Sebastian heute im Gespräch und jetzt natürlich Social Media und so weiter, die aktuellen Medien, da bist du natürlich auch zu finden, oder? Ja, natürlich bei Facebook, natürlich bei Instagram. Das ist so, ich habe lieber Facebook und dann teile ich ab und zu mal was bei Instagram. Aber die anderen Sachen da, was soll man noch machen? Ich habe gar nicht die Zeit, die ganzen Sachen zu betätigen. Also wenn ich dann geradlinig meine Sachen betätige, wo ich weiß, da habe ich auch mein Publikum. Die mögen Schlager, die mögen Peter Sebastian, die mögen auch meine Tätigkeit. Für die unfallgeschädigten Kinder, die an meiner Seite stehen. Und für die unfallgeschädigten Kinder mache ich ja auch schon seit 35 Jahren mittlerweile. Da gebe ich schon Vollgas. Wahnsinn. Und man kann mich über Facebook anschreiben, auch wenn jemand Mitglied werden möchte im Förderkreis. Mhm. Denn das ist eine so wertvolle Institution, damit Kinder geholfen wird, die einen schweren Verkehrsunfall gehabt haben. Aber wer eine CD haben möchte und möchte mich unterstützen, 15 Euro kostet diese CD mit einer schönen Zettelbox, kann man das für 25 Euro bekommen. Also damit unterstützt ihr mich persönlich als Künstler, der im Lockdown sein Unwesen treibt. Sehr schön. Und an alles Wissenswerte gibt es natürlich auf deiner Homepage, denke ich mal. Die gibt es nach wie vor. PeterSebastian.de. PeterSebastian.de, genau, da schauen wir rein. Und da steht alles drin und natürlich auch, wo man die CD dann bestellen kann, denke ich mal. Ne? Immer direkt bei mir. Gibt's nicht im Laden. Die haben, okay. Die haben ja sowieso zu erst noch. Sowieso noch, momentan noch. Genau. Hoffentlich bald wieder offen. Hoffentlich. Ne? Es muss. Es kommt auch. Genau. Ja, dann kann ich mich bedanken, dass ich eingeladen worden bin zum Promi.
und ich wünsche allen Zuschauern, bleibt mir gesund und munter und denkt einfach nach, es gibt einen Morgen.